bevor ich endlich anfangen kann, innen zu dämmen, muss das letzte Loch noch zu. Und ich habe schon mal das Fenster reingeschnitten. Hier kommt ein Fenster rein, wie auf der anderen Seite. Und hier hinten kommen Fensterdummies. Das habe ich euch in einer der letzten Videos schon erzählt. Und das seht ihr in diesem Video. Also jetzt viel Spaß. So, der beste Weg, um so ein Fenster da reinzuschneiden, ist die Flex. Allerdings hat die Flex einen Nachteil. Man kann mit einer Flex keine runden Ausschnitte machen. Dafür habe ich einfach einen Bohrer genommen und habe quasi um die Ecke gebohrt und habe den Rest dann mit der Feile geglättet. Und das hat tatsächlich super funktioniert. Und dann habe ich die ganzen Kanten einmal mit Rostschutzprimer noch bearbeitet, damit das da quasi nicht wegrottet. Und jetzt fangen wir an und kleben die Scheiben an. Dazu habe ich erstmal einmal alles gründlich mit Silikonentfetter gereinigt. Und jetzt müssen wir die Flächen, wo die Scheibe draufgeklebt werden soll, geprimert werden. Und das machen wir als allererstes. Und jetzt zeige ich jetzt als erstes mal, was wir für Material besorgt haben, um quasi das Ganze zu kleben. So, das allererstes, wir haben diesen Primer. Damit wird sowohl die Klebestelle auf der Scheibe als auch die Klebestelle an dem Bus geprimert. Das muss man dann trocknen lassen. Und das ist ein Haftvermittler zwischen dem Kleber und den unterschiedlichen Oberflächen. Das ist super wichtig. Gerade bei diesem Klebesystem ist es halt so, dass ihr genau das macht, was da auch draufsteht. Das heißt, wenn da drin steht Anschleifen, dann Anschleifen. Wenn da drin steht Primer, dann braucht ihr den Primer. Und das werden wir jetzt als erstes auftragen. Und heute ist gerade 11 Grad. Die perfekte Temperatur zum Verarbeiten von diesem Zeug ist zwischen 10 und 30 Grad. Das heißt, das geht gerade so. Wird also Zeit, dass wir den Busch zukriegen, damit wir von innen mit der Dämmung weitermachen können. Weil dann kann ich mir auch einen Heizlüfter reinstellen. Und dann bin ich wetterunabhängig. Also, los geht's mit dem Primer. Wenn wir eh schon dabei sind, Glas zu kleben, werden wir hier hinten das Loch vom Heckscheibenwischer natürlich auch zumachen, weil braucht kein Mensch und sieht einfach besser aus. Deswegen habe ich dafür auch noch einen Glasstopfen besorgt, den werden wir heute auch einkleben. So, jetzt haben wir das alles geprimert und zwar die Scheiben und auch die Busseite. Das habe ich auf der anderen Seite auch schon mal gemacht, damit wir das alles vorbereiten können. Und jetzt muss das eine Zeit lang trocknen, so 10 bis 15 Minuten. Und danach können wir den Scheibenkleber aufbringen und die ersten Scheiben fixieren. Wir waren gespannt, wie das dann aussieht. So ein kleiner Tipp von mir an der Stelle, wenn ihr so ein Glasstopfen da einbringen wollt, dann einfach ganz fest Tesafilm drüber spannen, dass ihr ja eine Oberfläche habt, die ungefähr deckend ist. Und dann könnt ihr von hinten den Glasstopfen reinpacken mit Kleber. Und das Ding ist, dass ihr das ja bündig in der Oberfläche haben wollt. Das heißt, von außen quasi einmal fixieren und jetzt könnt ihr den Glasstopfen mit Kleber von hinten reinkleben und dann ist das bündig in der Oberfläche. Ruhig von hinten andrücken und falls das dann nicht passt, kann man dann nochmal mit einem Spachtel oder so drüber gehen, um den wieder ein Stück zurückzudrücken. Das machen wir aber gleich nochmal zusammen. So, und jetzt kommt der Kleber. Ich habe hier eine Druckluftpistole, damit es einfach ein bisschen einfacher geht. Das tragen wir jetzt auf die Scheibe auf und dann wird die Scheibe da einfach nur angedrückt und fixiert. Kleber ist drauf und jetzt einfach nur noch daran drücken. Was ich mir schon mal vorbereitet habe, ist, ich habe hier ein paar Klebestreifen, weil das hält natürlich an sich schon, aber über die Zeit würde das runterkommen und man hat so eine halbe Stunde Verarbeitungszeit, bei diesem Wetter vielleicht ein bisschen länger. Das heißt, macht schon Sinn, das einmal oben zu fixieren. Das machen wir jetzt einmal und dann die erste Scheibe rein und genauso analog geht es mit den anderen Scheiben voran. So, ich habe die Scheibe einmal vorher schon angehalten. Das heißt, ich weiß, dass es die richtige Seite ist, weil die sind natürlich spiegelverkehrt. Und jetzt einfach grob fixieren und positionieren und dann andrücken. Bisschen bewegen, bis sie richtig gerade sitzt. Nicht zu doll drücken, nicht, dass euch die Scheibe bricht, aber die sitzt gut. Und das wird gleich ganz anders, oder? Definitiv auf jeden Fall ein Gewinn.
So, jetzt einmal oben fixieren, damit sie nicht noch runterrutscht und dann die andere Seite. Im Gegensatz zu den Rückscheiben, die natürlich blickdicht sind, die sind komplett lackiert von hinten, ist die Seitenscheibe durchgängig. Und normalerweise kann man das ganz gut erkennen, welche Seite die richtige ist, weil sie gebogen ist. Aber falls ihr das nicht auf einen Blick seht, ist die ist natürlich auch von hinten lackiert. Das heißt, da, wo wir jetzt auch den Primer drauf machen. Und das heißt, jetzt die beiden auch primern. Und dann wird das genauso befestigt wie diese eine Scheibe da. Und dann sind wir damit quasi fertig. Ich habe den jetzt von innen durchgedrückt und man sieht, dass er jetzt so ganz leicht übersteht. Jetzt nimmt man einfach ein Lineal und drückt den so weit zurück, dass er genau bündig mit der Oberfläche ist. Es kann sein, dass da nachher ein bisschen Kleber drumherum ist. Das kann man nachher dann einfach entfernen. Wichtig ist, dass er Glasstopfen bündig mit der Oberfläche ist. Die letzte Scheibe noch und dann war es das für heute und dann muss das einen Tag trocknen, dann kann ich die Klebebänder haben. So, ein Tipp noch, ihr fragt euch sicherlich, warum ich die Naht nicht einmal ringsrum gemacht habe. Und zwar habe ich unten jeweils rechts und links einen kleinen Schlitz offen gelassen. Das Problem ist halt, dass sich Feuchtigkeit hinter so einem Panel bilden kann und wenn das komplett dicht ist, dann kann das da nicht raus. Also unten was ablaufen lassen, also da quasi einen Ablauf einbauen. Damit das funktioniert, das muss man natürlich bei der Seitenscheibe, die von hinten natürlich offen ist, weil man durchgucken soll, nicht machen. Aber bei den Blindscheiben ist das sinnvoll. Also habe ich das hier gemacht. Das bleibt jetzt bis morgen so stehen. Dann ziehe ich die Klebestreifen ab und dann sind die Fenstereinbeiten auch durch. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt. Also ich finde gerade diese hinteren Scheiben, die bringt es nochmal richtig. Morgen ziehe ich die Streifen ab und das nächste Video, was ihr sehen werdet, da geht es um die Dämmung innen, weil jetzt können wir mit dem Innenausbau anfangen, weil jetzt kein Wasser mehr reinkommt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal und wir sehen uns wieder im nächsten Video.